Feelers, 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 all yay. Feelers, 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 Atelier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feelers Atelier. Ich möchte mal nicht über Kunst reden, sondern ich möchte mal über ein Thema reden, was ich bisher immer umschifft habe. Ihr könnt euch schon denken, worum es geht. Es geht um den Ukraine-Konflikt und um Krieg im Allgemeinen und meine Haltung dazu. Das ist ziemlich kompliziert, sich dort richtig zu positionieren, denn ich verstehe die verschiedenen Seiten, glaube ich. Also ich verstehe durchaus, dass man jetzt den Impuls hat, den Ukrainern zu helfen und dass man dort jetzt natürlich sagt, alles, was dort gefordert wird, also auch schwere Waffen, würden die Russen zurückschlagen. Also eindeutig ist es so, dass Russland in diesem Krieg der Aggressor ist. Das steht für mich außer Frage. Das Problem ist aber, dass je weiter man eben in dieser Eskalationsspirale sich steigert, desto größer wird der Krieg. Und ich bin der Meinung, dass man einfach diese ganze Sache möglichst weit unten halten lassen sollte. Was ich auch schwierig finde, ist, dass man jetzt wieder damit anfängt, Soldaten zu heroisieren. Und dazu muss ich jetzt mal ein bisschen was erzählen. Also ich kenne diese Kriegsgeneration ziemlich gut. Mein Opa hat ständig vom Krieg erzählt. Der war in Russland damals, als Deutschland Russland überfallen hatte. Und der war psychisch einfach wirklich ein Wrack. Und genauso ist es mit meiner Oma, die lebt noch und die erzählt immer wieder vom Krieg. Und das ist bei ihr wirklich reflexartig, fängt sie dann immer wieder an, vom Krieg zu erzählen. Und ich gebe es einfach ganz offen zu, mir macht das einfach Angst. Mir macht alles militärische Angst. Mir hat auch damals schon die Musterung Angst gemacht. Also ich musste ja noch gemustert werden und ich fand die Musterung extrem demütigend. Das war für mich auch so ein Moment, wo mir irgendwie so einiges klar geworden ist. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, das war damals in Wiesbaden und es war in einer Kaserne und da war eine lange Bank und dort saß ich mit 100 anderen jungen Männern, alle in Unterhose und dann mussten wir da in einen Raum reingehen und dort hat dann ein Arzt uns untersucht und unter anderem hat er sich einen Handschuh angezogen und hat an die Eier gefasst. Und das war für mich einfach eine krasse Grenzüberschreitung. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass die Armee und das Militär dazu tendiert, dich nicht als Mensch zu sehen, sondern einfach nur als Objekt, als du wirst eben dort reingeworfen als Menschenmaterial und du wirst gar nicht als Individuum gesehen. Und für mich ist eigentlich die Kunst sozusagen das absolute, die Kraft, die dem entgegenwirkt. Denn die Kunst ist ein Ausdruck der Individualität. Da ist man dann nicht bloß Körper, da ist man dann nicht bloß irgendein kleiner Soldat, der sich in den Dienst einer größeren Sache stellt. Da wird nicht in Kollektiven gedacht, es geht nicht um die Masse, es geht nicht um die Nation und so weiter, sondern bei der Kunst geht es um den Menschen selbst und deshalb ist für mich Kunst auch was Humanistisches. Es geht darum, ja, also man bekommt eine Stimme und deshalb lehne ich es auch ganz stark ab, mich selbst in den Dienst von irgendwelchen Staaten, Nationen und so weiter zu stellen und ich mag auch Patriotismus nicht und ich mag auch nicht, wenn eben Soldaten, die Menschen töten, egal auf welcher Seite, heroisiert werden. Das Problem ist jetzt natürlich, jetzt ist der Krieg halt schon da. Was soll man jetzt machen?
Ich finde ja diesen Brief, der gerade unterzeichnet wurde, dieser offene Brief an Olaf Scholz, der auch Jürgen Habermas schließt sich dieser Position an, Alexander Kluge, den ich sehr, sehr, sehr toll finde, finde ich, schließt sich dem an. Lars Eidinger, bin ich auch ein großer Fan von. Das sind alles Leute, die meiner Meinung nach irgendwie integre Leute sind, die irgendwie eine ganz gute Meinung haben. Und ich finde, man darf sich jetzt eben nicht, ja, also ich weiß es einfach nicht. Ich habe jetzt dazu keine richtige, feste, ausgegorene Position. Aber ich würde einfach mal überlegen, denn wenn jetzt zum Beispiel die Ukraine in die NATO eintritt und wenn wir jetzt die schweren Waffen liefern und so weiter, dann liefern wir Putin damit wieder einen Grund, diese Spirale weiterzudrehen. Da habe ich Angst vor und das ist meine persönliche Meinung. Der Krieg ist wie so ein Spiel und wenn man sich darauf einlässt, dann dreht sich diese Mühle von alleine weiter. Und ich finde, man müsste jetzt versuchen, eine Alternative zu finden. Übrigens, es kam ja jetzt dieses Buzzword feministische Außenpolitik ist immer wieder genannt worden und es wurde jetzt gesagt, naja, die Annalena Baerbock, die macht feministische Außenpolitik. Aber eine feministische Außenpolitik, das bedeutet jetzt nicht einfach, dass jetzt halt Frauen Außenpolitik machen und die machen aber im Prinzip alles genauso, wie es eben sonst immer die Männer gemacht haben. Also für mich, ich bin der Meinung, eine feministische Außenpolitik müsste eine Politik sein, die diese Heroisierung des Krieges ablehnt, die allen Menschen, nicht nur den Frauen und den Kindern, sondern allen Menschen die Möglichkeit gibt, abzuhauen. Und ich glaube, dass sich dann daraus andere Möglichkeiten entwickeln, wie man den Konflikt auf andere Art und Weise lösen könnte. Man müsste alle Wege gehen, die einen Dialog ermöglichen. Natürlich ist der Putin ein Riesenarschloch. Ich bin überhaupt kein Putin-Versteher und kein Russland-Freund jetzt. Wobei, naja doch, ich bin vielleicht ein Russland-Freund. Ich glaube, es gibt natürlich ganz viele andere Leute, die eben nicht so ticken wie der Putin, die ganz andere Haltungen haben. Aber insgesamt muss ich doch sagen, macht mir insbesondere der Krieg Angst und nimmt mir auch so ein bisschen meine Leichtigkeit und diese ganze, ja, aber man muss halt eben sich auch mit diesem Kram auseinandersetzen und ich habe ja sogar schon mich in Der letzte Nazi, dieses Graphic Novel, was ich gemacht habe, habe ich mich ziemlich intensiv mit Krieg auseinandergesetzt und ich sage, Krieg, das ist übrigens ein Zitat von meinem Opa, der wirklich als Soldat im Zweiten Weltkrieg war, selbst der hat gesagt, Krieg, das ist das Schlimmste, was sich Menschen gegenseitig antun können. Und wenn er einmal da ist, dann geht er nicht so einfach weg. Das ist nämlich eine Spirale, in die man reinkommt, die sich immer weiter nach oben dreht. Deshalb denke ich, vielleicht sind wir so weit, dass wir einen anderen Weg finden, dass wir irgendwie Gewalt nicht mit Gegengewalt begegnen könnten, sondern andere Lösungsmöglichkeiten. Ich denke, vor allen Dingen ist es wichtig, dass beide Seiten irgendwie das Gesicht verlieren und dass wir nicht hassen. Das ist das Allerwichtigste. Denn im Moment habe ich das Gefühl, dass wir mit diesem Wort Solidarität das vielleicht auch ganz schön falsch interpretieren und in eine Richtung interpretieren, die eigentlich dann wieder den Hass beflügelt. Denn die Solidarität für die eine Seite ist dann wieder die radikale Ablehnung der anderen Seite. Das müsste mal, ja, bedacht werden. Also insofern, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt hier kein großes Statement machen, aber das sind so meine Gedanken. Mich würde auch interessieren, ob euch dieses Thema auch beschäftigt und ich glaube, hoffentlich bleibt das einzige Video, in dem ich so ohne doppelten Boden, ohne dieses Rumgealber mal ganz ernst und offen zu euch rede.
Aber danke, dass ihr es euch angesehen habt. Ich zeige euch nochmal hier, wie ich hier weitergemacht habe. Es ist nicht so viel passiert, denn ich hatte gestern Abend gar nicht so viel Zeit, weiterzumalen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Fiedlers Atelier.